Schweinchen. Ich sehe nur andere Neues. Your good is gone. Here it comes. Yeah. Here it comes. Gotcha. Here it comes. I can't. Hab's. Ich hab das Schwänchen. Ich hab die Sau. Your good is gone. Gotcha. Here it comes. Gotcha. Yeah. Talk about seamless. Losing's not an option. Liebes Laden. Your good is gone. Oh, here it comes. Yeah, there. Ich hasse diese Wölfe. Here it comes. Yeah. So, who's next? Aber ich habe ein Level mitgenommen. Watch yourself. Gotcha. Here it comes. Why don't you back off? Give me a chance. Stick me deep. Give me a chance. Stick me deep. Ha! Give me a chance. Gotcha. Give me a chance. Why don't I be? I can't. Losing's not an option. Ich glaube, ich kämpfe zu wenig. Ich glaube, ich kämpfe eindeutig wieder zu wenig in diesem Game. We can do this, Neku. Here it comes. Take off. Take off. That was nothing. That's how it's done. Aber ich komme langsam rein ins Kampfsystem. Aber gut, früher war das halt alles über Touchscreen gemacht. Ja. We can do this, Neku. Here it comes. Gotcha. Losing's not an option.
Watch yourself. Also das mit den Karten finde ich ein bisschen gemein. Komm vorne, wir müssen halt gucken, wie die Kopf da aufzuhören. That's how it's done. Watch yourself. Gotcha. Here it comes! Again! Yeah. Yes! Yeah! It's all you! So, who's next? Also drops gibt's wirklich selten. Damit komme ich ganz gut durch den ersten Boss durch. Nicht mehr so lang. Ah, da wo der Rote steht. Ihr wollt durch diese Mauer? Bringt mir 2000 Yen-Pins. Die findet ihr bei Noise Number 2. Also, wir merken hier die ganze Zeit. So, und wenn wir die Fundrate reduzieren, besteht die Chance, dass wir eher was kriegen. Auch eine schöne Art vom Spiel dich am Leveln zu halten. Open up your senses. This won't be hard. I can't. Here it comes. I can't. Die.
14.000, wenigstens 1.000 da. Losing's not an option. Was denn kriegst du da noch einen schönen Froggy dabei? Ein blauer Froggy? Ja. Watch yourself! Yeah. Gotcha! Here it comes! Und da haben wir den zweiten Tausender. Ihr wollt durch diese Mauer. Sie wird für die Mauer geöffnet. Ich kann jetzt noch einen weiteren reinkrabbeln. Vielleicht. Mal verkaufen Giftknochen, okay. Mal wieder Geld sammeln, weißt du? Ich bin auch schon wieder abgebrannt. Wieder ich. Bei Yen, naja, okay, besser als bei Yen. Liebesladung. Klasse Engel. Havoriel. Mal gucken, ob wir den vielleicht gegen den Endboss dann brauchen. Luxusmode. Naja, das ist wahrlich Luxusmode. Liegt außerhalb meiner Preisklasse, was man so meint. Wieso? Bonzengeldbörse. I look forward to your next visit. Welcome. Okay. Der Typ ist, ja, das ist ein recht luxuriöser Laden. Wie läuft die Arbeit, Makoto? Schlecht. Der Boss sagt, ich soll ein paar neue Pins promoten. Aber wie? Ich hab keine Ahnung von Pins. Das klingt übel. Ja, ich hab schon angefangen zu recherchieren. Die Leute benutzen Pins zum Beispiel, um Team Pins Slammer zu spielen, richtig? Also überlege ich nächste Woche zur Slam Party im Moltke zu gehen. Mich in den Spielerjaguar einhören, weißt du? Aber die Tickets sind schon ausverkauft. Die Team Pin Party, hm? Wenn du ein Ticket hättest, würdest du hingehen? Hä? Ist das nicht? Ah, das reicht. Wenn ich dich nur ansehe, wird mir schlecht. Was habe ich denn gemacht? Was ist denn in sie gefahren? Er löst sich. Was? Dein Bezug zur Realität? Neku, der Knopf an deinen Shorts. Oh ja. Ist doch egal. Das ist nicht egal. Ich halte sowas nicht aus. Wen interessiert? Es ist doch nur ein Knopf. Aus! Was denn? Deine Shorts.
Zieh sie aus. Ich nähe den Knopf wieder an. Bist du ein Knall? Ich zieh doch nicht vor dir meine Hose aus. Mitten auf der Straße. Ach komm, werd erwachsen. Hast du etwa nichts drunter? Du bist unsichtbar. Niemand sieht dir zu. Du siehst zu. Hose aus. Jetzt. Nein. Bitte sehr. Schon erledigt. Oh, mir geht's gleich viel besser. Lose Knöpfe machen mich wahnsinnig. Es ging schnell. Und du hast hast du etwa immer Nadel und Faden dabei? Natürlich. Kann man immer brauchen. Außerdem nähe ich eben gerne. Also, wenn du noch was geflickt haben willst, sag nur Bescheid. Muss ich dann wieder strippen? Dann passe ich besser auf meine Klamotten auf. Okay. Wer liest schon, ne? Achso, das muss ich ja. Oh, hier geht's weiter. Okay. Ja, was ist denn deine Bedingung? Das wird die letzte sein, die letzte Mauer. Ihr wollt durch diese Mauer? Bring mir 5 von 500 Yen-Pins. Oh. Nein. Möchtest du Pins und massenweise PP sammeln, dann nimm dir im ganzen Kettenkampf eine ganze Gruppe von Gegnern auf einmal vor. Ich darf vorher aber nochmal meine Stufe ein bisschen. So. Ich mache mir jetzt mal keine Sorgen auf den Schwierigkeitslevel, den wir haben. Your good is gone. Gotcha. Here it comes. Yeah. There. Etwa besiegt in dem Moment, als ich gestartet habe. Oh, ist das nie. So, who's next? Watch yourself. I
Kid. Here it comes. Yeah. Why don't you back up? Again. Yeah. Yeah, that was great. Losing's not an option. No, from far. Top 500 Yen. Und nur 500 Yen Pins. Welches Monster hat denn überhaupt diese 500 Yen Pins? Hilfe, okay. 60%ige. Watch yourself. Like it? Gotcha. Here it comes. Yeah. Talk about seamless. Watch yourself. Here it comes. Ich bin mal gespannt, ob wir wenigstens einen 500er kriegen. Watch yourself. Here it comes. Gotcha. Nee, keine 500er. Da muss ich da erst den Schwierigkeitsgrad anpassen. Bei denen geht's dann. Ich glaube, bei denen geht's dann. Oh ja, Schwierigkeitsgrad auf normal. Schon ein bisschen fies. Einen anzubieten, aber dann am Ende doch zu sagen, scheiß drauf, weil du brauchst den Schwierigkeitsgrad sonst. We can do this, Neku. Ich weiß, was du willst. Like it? Here it comes. Again. How's that? Again. Yes. Huh. Neku. We can do this, Neku! Here it comes! Oh, gotcha! Again! Way I am.
Erhalten. Ja. Letzte Aufgabe haben wir jetzt noch erledigt. Sehr schön. Wir werden auf den letzten Metern noch richtig rich, baby. Rich, rich, rich. Cool, das sind 2400 Yen, die ich damit verdient habe mit dem 24. Die macht auch Mist. Die Kammer hat mal noch 6000. Und die Top. Und hier 3. Aber wir haben Geld. Ja. Aua. So viel zum Thema The World Ends With You. Was ja jetzt unser neuer Kassenschlager wird. Bei uns. Das werden sehr anstrengende Wochen. Ich muss mal kurz was ausprobieren. Ja, das würde auch gehen. Okay. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie es nicht ganz so schlimm anstrengend für mich wird mit The World Ends With You. Ich kann es tatsächlich in den Controller rein. Ich muss dann halt ein bisschen blöd den Controller bewegen. Ja, solche Experimente machen wir hier. Jo. Ja, wie gesagt, das nächste Mal geht's weiter? Vielleicht schon morgen, sonst eher nächste Woche. Also die Woche darauf. Die Woche darauf dann mit The World Ends With You. Ich hoffe, ihr habt da genauso Bock drauf wie ich.
Wird eine sehr interessante Reise. Vor allem wird interessant, es kommt dieses Jahr ein zweiter Teil, also ein Sequel raus. Das heißt Neo The World Ends With You. Und deswegen ist das einer der Gründe, warum ich das Spiel unbedingt mit euch hier erleben will. Ja, und ab nächsten Freitag haben wir dann natürlich das neue Story of Seasons, Pioneers of Olivetown. Das fangen wir nochmal von vorne an. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch. Rege wird dann natürlich wieder wie immer sein. Heiraten, Kind, fertig. Ja, hab euch ganz doll lieb. Danke, dass ihr heute dabei gewesen seid. Und morgen sehen wir uns um 10 mit Life is Strange. Before the storm. Bis dahin. Tschüss. Ich muss mal gucken, können wir jemanden raiden? Ich meine rapen, nicht raiden. Schlechter Wortwitz. Nö. Naja, in dem Sinne dann. Tschüss.